spielen. Hey! Zu dem Tanz, der übrigens sehr schwer war. Und die Frau Müller hat es mit euch eingeübt. Und besonderen Applaus, dass wir vier mutige Herren gefunden haben, die zum ersten Mal mitgemacht haben. Kommt mal nach vorne. Es hat sich nämlich eine spontane Gruppe gebildet. Ich hoffe, die ist jetzt bald auf der Bühne. Müssen natürlich Verständnis haben, Oldies brauchen immer ein bisschen länger, sind nicht mehr so fit. Nämlich, ich verrate es mal vorher, der Herr Knobloch, unser Hausmeister, wird sich am Schlagzeug in irgendeiner Weise bemühen. Der Herr Böhm wird irgendein Instrument spielen. Der Herr Hotzel wird sich irgendwo rumquälen. Der Herr Hoffer, habe ich gehört, wird eine Gitarre die Saiten sprengen. Und dann wird unser lieber Anwärter, der Herr Geier, irgendwo auch noch dazukommen. Also freuen Sie sich auf die Oldies. Vielleicht können Sie sich noch ein Getränk im Hintergrund holen. Es wird gleich weitergehen.
Sorry. Wenn man dich schon mal um was bittet, nur blöde Antworten. So. Schwester hat gesagt, Schule muss Spaß machen. Muss Spaß machen? Darf Spaß machen vielleicht oder könnte Spaß machen. Aber muss nun ganz bestimmt nicht. Doch, muss. So, das ist der Moritz und das nebenan ist der Andreas. Ist beinahe so weit, dass die Wurst richtig brät. Ich hoffe, Sie können noch ein klein bisschen Hunger ertragen. Ich hoffe, die Tanzgruppen der 7a und der 7b sind soweit. Thank you.
herzlichen Dank, habt ihr toll gemacht. Just hold on.
ist nicht Schluss. Mit 66 ist daran noch nicht Schluss. Doch wenn mal so ein Baby dir und mir gehört, der ich es an der tägliche Spazieren fähr, dann sing ich mit dem Babylein den Babysitter-Song und der geht. Doch tolle Filme machen sie. In der Penny springen sie, der Baumbusch finden sie da. In der Nacht durchrufen sie und morgens dann verschlafen sie, besonders Andrea. Ist das jetzt eigentlich ein Schwul oder wo bin ich jetzt dort gelandet? Wenn ich Stunde stören, Mädchenherz betören, in Bio Walkman hören, was kann schöner sein? Nicht grüßen, nur groß gucken, auf den Boden spucken, in passen Kaffee kochen, das ist fein. Ich verlor mein Herz, ist das nicht ein Scherz, an dieses kleine Irrenhaus? Hier komm ich niemals wieder raus. Aus diesem Dreischul-Ehrenhaus. Hier komm ich niemals wieder raus. Aus diesem Dreischul-Ehrenhaus. Aus diesem kleinen Danke. Mussten jetzt überall arbeiten, sind jetzt beim Umziehen und kommen sofort zum Höhepunkt und Schlusspunkt des Schulfestes.